Frankfurt ist ein ganz spezielles Rennen für mich. Ich wohne 500 Meter von der Ziellinie entfernt und ich bin wahnsinnig motiviert und freue mich wirklich auf dieses Rennen. Und ich hoffe natürlich auch, dass viele Leute rauskommen an die Strecke, dass in Mammershain am Berg viele Leute stehen und nicht nur an dem Steilstück, sondern da, wo es richtig wehtut im Wald, da müssen die Leute auch hinkommen, um mich anzufeuern, um einfach ja, dafür zu sorgen, dass ich in der ersten Gruppe mit über den Berg da drüber komme. Das Ziel ist ganz klar, dass auch das Rennen zu gewinnen und letztes Jahr Zweiter, 2011 gewonnen. Das ist ein Rennen, was mir liegt, ganz klar und ich bin hoch motiviert und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Kopfmensch bin und dort auch mentale Stärke beweise und das mich dann auch im Rennen dann stark macht. Ich habe es einmal angeguckt. Ich bin am Montagabend dann nach Hause gekommen und habe es mir dann Montagabend wirklich nochmal angeschaut, dass die letzten 50, 60 Kilometer im Rennen und es ist wirklich ein bewegendes Gefühl, halt einfach zu sehen, wie das alles geklappt hat. Das ist wirklich toll zu sehen, einfach, dass die Leute auch die Rennen verfolgen und die Wahrnehmung einfach wieder wesentlich stärker ist, als es vor ein paar Jahren war. Das ist ganz klar das nächste erklärte Ziel, weil damit kann ich das Triple perfekt machen, Giro, Tour, Vuelta und das will ich mir auf jeden Fall dieses Jahr erfüllen und bin zum dritten Mal dann bei der Tour dabei und ich hoffe natürlich, dass am Ende alle guten Dinge drei sind.